Okay, live in Schweden auf dem Summer Meeting Chaser Center. Wir sind hier in der Burnout Area oder Drift Area, beides. Eine Menge Leute sind hier. Viele schöne Autos hier. Dazu kommen wir später dann. Ja, ich dachte gerade, der Super, der gekommen ist, würde jetzt hier driften, aber der hat sich umentschieden und hat umgedreht. Also warten wir mal ein bisschen. Ich hoffe, es passiert jetzt langsam was, weil wir stehen hier schon ein bisschen länger. Aber es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, hier ist auf jeden Fall super schönes Wetter. Es ist ein bisschen windig heute. Eine Menge Leute, einige Autos. Die Autos filmen wir später nochmal. Ein paar schöne Umbauten dabei, aber eigentlich wollte ich jetzt hier ein bisschen Action filmen, aber irgendwie passiert hier gerade nichts. Ich hoffe, jetzt kommt mal jemand, der hier ein bisschen Burnouts macht, Donuts macht, ein bisschen rumdriftet. Also bin ich im falschen Moment online gegangen, weil hier war gerade ein Supra, aber der hat umgedreht. Keine Ahnung, ob der Probleme hat mit seinem Auto oder was da los ist. Warten wir mal einfach. Ich weiß, ist vielleicht ein bisschen langweilig, wenn ihr da gerade vorsitzt und nur hört, was ich hier am Quatschen bin. aber in der Zwischenzeit kann ich sonst mal ganz kurz die Autos hinter mir filmen. Hey Oscar, I just check the cars there, but then the place is maybe gone. So, wir warten hier, weil sonst ist mein Platz weg. Da oben kommt ein GTR. Da kommt ein Subaru, ein Civic Type R, Golf R. Leider passiert hier gerade nichts. Also ich würde euch gerne ein bisschen Action hier zeigen und nicht nur, nicht dummes Zeug, aber nicht nur einfach hier reinreden. Ich hoffe jetzt, dass hier mal irgendwas kommt, dass hier mal ein Auto... Da taucht mal wieder ein Supra auf. Also, ich hoffe, jetzt kommt ein bisschen Action. Danke, dass ihr, auch wenn es nur drei Zuschauer gerade sind, danke, dass ihr dran geblieben seid. Es wird was passieren. Da vorne, wo mein Finger hin zeigt, ist gerade ein Supra. Ich weiß nicht, die geben mir, glaube ich, jetzt die Strecke frei. Und dann sehen wir hier ein bisschen Action. Der Sound kommt von einem Volvo direkt mit BMW M5 Motor, mit Kompressor, mit Turbo. Also hier sind, die Schweden sind wahnsinnig. Also ich kann euch sagen, wenn er nicht in Schweden war, es lohnt sich hier zu Carshows zu kommen, weil die Schweden einfach krasse Umbauten haben. Die haben halt bessere Regeln als wir, nicht so krasse Regularien wie in Deutschland und sowas. Und hier fahren schon Autos rum, da fragt man sich, hey, what the fuck? Hier war irgendwie, ich weiß nicht, ich kenne mich halt mit den alten Nissans oder so nicht aus. Also Nissan Sunny oder sowas mit einem Toyota Supra Engine. Riesen Turbo drin, Allradantrieb, was weiß ich alles. Also schon hartes Programm, was die Jungs. Leider passiert gar nichts. Und wenn ich check, ist es. Wie ihr seht, es sind viele Leute da. Aber das endlich echt gut. Weil langsam wird es mir auch langweilig, hier rumzustehen. Fünf Zuschauer, vier Zuschauer. Ich hoffe, es kommen mehr. Wir filmen nochmal Stands. Ah, okay. Also, Oscar, gib mir die Info. Hat mir die Information gegeben, ich rede mal besser Deutsch statt Englisch. Auf der Bühne ist irgendwie was und die warten wohl, bis das Gequatsche zu Ende ist. Und dann, dann geht's hier los. Also ich würde sagen, ich beende das Ganze hier mal kurz für kurze Zeit. Oder wir warten mal noch eine Minute. Wenn in der Minute nichts passiert ist, werde ich offline gehen und werde dann nochmal online kommen, sobald hier Action losgeht, weil... So ist es für euch auch langweilig, wenn ich hier nur reinrede und irgendwie nichts passiert. Irgendwas ist auf der Bühne gerade los. Also, wir warten ein paar Minuten und ich komme nochmal online. Bis gleich.